Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanic, den Survival Mode. Wieder mit unserem Blind Spectator. Hi. Gemeinsam geht's hier weiter. Wir machen uns jetzt auf dem Weg wieder zurück zur alten Festung mit unseren Hubbelreifen hier. Ich glaube, das liegt echt an den Reifen, oder? Mhm. Ja, also da sieht man so ein paar Sachen rausstehen. Ich weiß ja nicht, aber. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Dass die dann auch noch in der Physik mit eingepflegt sind. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Eben kurz bremsen. So. Batz. Ja, genau. Refine mal. Schön mit dem Schnitzmesser. Mhm. Na, zack. So, und dann fahren wir mal weiter. Dup-di-dup-di-du. Einfach mal die Straße entlang. Wer weiß, vielleicht führt die uns ja auch direkt wieder zu unserer Basis. Die müsste dort hinten in der Richtung sein. Also ziemlich schräg nach links, wo wir gerade hingucken. Ja. Und andererseits, eventuell finden wir hier auf dem Weg ja noch was anderes. Da wir quasi eine Ladefläche haben, könnte uns das zugutekommen. Können wir dort vorne durch? Ja. Ein Glück, dass wir nicht breit, also noch breiter gebaut haben. Oh, sieh mal an, da hinten liegen auch noch Kisten rum. Die wir uns da gleich wegsnacken könnten. Hungry, ich bin hungrig. Okay. Machst du ihn? Jo. Oh, geile Komponenten-Kits. Oh, weh, du machst das Auto kaputt, Freundchen. Oh, der hat mir eine geklebt, ey. Hat der nichts abgegeben? Was ist das? Hier ist was zum Refine auf jeden Fall, aber sonst nichts. Ich habe nichts. Ach so, da hinten. Okay. Ja, die Reifen, die machen es einen schon schwer. Also wäre es nicht schlecht, wenn wir schnellstmöglich, zumindest für vorne, also da, wo wir Gas geben, einen besseren Reifen drin hätten. Ne? Das würde ich jetzt mal so sagen. Da steht auch schon wieder was auf der Straße rum. Ja, ist das ein Gegner? Das ist eine Kuh. Ja. Die werde ich mal so ganz leicht mit dem linken Vorderrad anfahren. Ja, die war echt ausgeschickt. Ja, ich sehe schon. Bam! Hat nichts gemacht. Die letzte haben wir doch umgefahren. Ja, so eine Säge wäre halt echt geil. Dann kann man direkt Schnitzel draus machen. Oh. Jo. Also die Straße geht ein ganz schönes Stück. Und zwar zu einem Gebäude. Ah, warte mal, das hier ist doch die Turnhalle, wo wir gewesen sind, oder? Der Sportplatz? Das, wo ich dachte, das wäre ein Einkaufszentrum. Ja, das kann sein. Sieht so aus. Ja, geil. Und hier beginnt die Straße. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, wir brauchen nur der Straße weiterhin folgen. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt aber hier ordentlich Offroad fahren. Ja, das Auto ist momentan echt noch crap, ey. Das ist ein bisschen schade. Wie man hier auch wackelt, wenn man drin sitzt, ne? Ja. Ja, das ist muss sehr bequem sein. Da kennen wir ja auch Scrap Mechanic. Wir müssen gleich nochmal gucken, wie das um unseren Sprit steht, wenn wir da sind. Oh, holy fuck. Ey. Da habe ich wohl irgendwie ein Stück Blech mitgenommen gehabt mit dem Reifen. Das ist noch mein Gegner. Jo. Kannst du aussteigen eben und den weghauen. Ich fahre mal eben zur Base. Galoppiert davon. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Oder wollte er hinter mir her? Shit. Wieder irgendwo gegengefahren. Komm schon, gib Gas. Rolligen. So. Bringen wir das Fahrzeug mal in Position. Ja. Okay. So, stehen bleiben. Ein Stückchen noch nach vorne. Genau. So. Und dann gehe ich mal drin den Kram leer machen. Jo, ich sammle hier gerade draußen die Erde auf. Also, Mikrowelle wollen wir mitnehmen. Die Mikrowelle packe ich mal in Mitte hier. Shit, hätte ich gerne in anderer Position gehabt. Zack.
Was wir auch bräuchten, wäre eigentlich so eine Kiste, wo man Sachen reinpacken können, aber haben wir irgendwie nicht. So rum, oder? Ach nee, das ist auch falsch. Oh fuck. Oh shit. Was? Oh fuck. Was ist denn jetzt Ich los? muss mal kurz zu dir rennen. Ich habe drei Gegner am Arsch. Einer davon hat eine Gabel. Ja, renn, 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 renn weiter. Okay, die sind weggerannt. Ah. Okay, dann hole ich sie mir jetzt. Ach nee, ich muss unbedingt was essen. Ich kann nicht mehr rennen. Hast du noch? Shit. Ich habe eine Menge Essen dabei. Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Rübe und eine Tomate. Aber das war's auch. Hast du den anderen Kram denn abgebaut? Ja. Sehr schön. Dann lass sie mal eben verhauen, die beiden, die drei. Alter, die greifen unser Gemüse an. Ja, das habe ich eh schon abgebaut. Die greifen das Holz an. Ja. Aber den fahre ich jetzt trotzdem. Oh, 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 ich sterbe gleich. Sehr schön. Sehr schön. Ich sammle mal hier die Einzelteile auf. Eine olle Holzkiste. Ich weiß nicht, ob man die braucht oder nicht. Wooden Crate. Ja, die habe ich vorhin abgeworfen, weil ich hatte ich im Inventar nur Platz weggenommen. Bisschen Holz abgebaut und dann haben wir hier alles, ne? Ja. Ich mache mal eben die Eimer voll. So. Oh, da vorne liegt noch was. Hey, lass mich da doch aufsammeln. Ja, das ist ein Roboterkopf. Keine Ahnung, was man damit machen kann, aber das werden wir schon noch herausfinden. Jetzt erstmal noch hier drinnen gucken, was können wir denn mitnehmen? Soil habe ich hier noch. Irgendwelche Kartons baue ich mal mit ab. Kann man den. Nee, den alten Bot, den kann man hier nicht ausbauen. Da habe ich noch was gesehen. Schaust du eben mit, dass wir hier alles rausziehen, was Ja, abbaubar ist? ich habe gerade den Tank nachgefüllt. Das hier ist auch irgendwie used, aber da kann man nichts mitmachen irgendwie. Nee, das stimmt. Warte mal. Nee, kann man auch nicht aufkloppen oder sowas, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, was ist denn hier Ich habe das los? Ding gerade hingeworfen. Das hatte ich auch im Inventar. Okay. Use, aber kann man nicht abbauen. Das Ja, okay. Radio kann man noch Juni möchte ich jetzt mitnehmen. mitnehmen. Ja, habe ich den Platz nicht für. Ich Ich auch kann nicht. gerade nichts mitnehmen. Ah, hier haben wir einen Chest. Den Chest könnte man mitnehmen. Habe ich Oh, gerade das keinen wäre Platz. wichtig. Chest wäre nicht schlecht, ne? Jo, hab's. Hast du den Chest, oder was? Ja. Dann zack. Jo, sehr schön. Wir ziehen um. Ja. Wir ziehen einfach um. So völlig random. Das ist nicht schön, nicht schlecht. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, hier, Pornokalender müssen wir noch mitnehmen. Echt, kann man? Jo, Mega. abgebaut. Oh, warte mal. Ah, schade, die Batterie hätte ich gerne rausgebaut. Das geht nicht. Die muss man drinnen lassen. Das ist natürlich übel, ne? Entsprechend kann man keine alte Batterie oder so. Shit. Hast du noch was zu essen? Weil ich verhungere gerade wieder. Ja. Hier, nimm mal schön Tomaten. Ja, geil, kann ich nicht mehr aufsammeln. Warte mal. Ich werde mal eben kurz hier. Zack. Und da lege ich den anderen. Habe ich da nicht noch einen von? Nö, ich dachte. Also, da haben wir Soil jetzt auch. Tomatoes essen und dann können wir uns wieder auf den Rückweg machen, oder? Da haben wir, glaube Denke ich, ich alles. auch, ja. Hast du das Soil noch einsammeln können? Also ist es wieder Ja. zu Soil geworden? Ja. Da haben wir Ja, jetzt die ganze Menge von. das ist richtig gut. Das freut mich. Also, machen wir uns auf den Weg. Ab dafür. Das ist ein harter Ast. Offenbar, ja.
Das ist voll geil, ey. So dicke Ladefläche, hinten alles Mögliche reingeballert. Aber da kann man mal sehen, Fahrzeuge sind doch zu etwas gut hier, ne? Also die sind zwar langsam, man läuft sogar schneller, aber man hat wenigstens vernünftiges Transportmittel. Ach, der Roboterkopf ist quasi im Creative Mode das Sound-Ding. Eins davon. Ja, genau, das ist richtig. Aber ich frage mich, was das Ding hier macht. Also, deswegen schön, wenn wir ihn dabei haben, oder? Ja. Das wird noch interessant sein, ob man da oben die Lampen abbauen könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Die sieht so fest verankert aus. Also die dürften nicht abbaubar sein. Ist ja auch nicht alles abbaubar, davon ab. So. Da sagen wir mal Tschüss zur alten Heimat. Oh, da kommt was hinterher. Hol ihn dir. Ich halte mal eben kurz an. Weg die Sau. Weil den kannst du noch refine? Ich frage mich, ob ich davon überhaupt was habe oder ob der gleich sagt, nö, Inventar voll. Nö, das ging. Okay. Ja, voll den Lag gerade gehabt wieder. Bei dir sah es gut aus, oder? Nee, ohne das Lag. Hat auch gedeckt, also. Okay. Da ist noch eine Kiste links von uns. Jo, dann hol die mal eben. Du hast mich überfahren. Ups. Ja, ich fahre hier schon mal die Straße weiter hoch. Ich habe dich gerade nur noch plötzlich liegen sehen und denk so, okay. Eine Karolle war da drin. Und da ist noch mal eins. Ja, dann komme ich da doch mal eben mit hin. Ne? Ein Sunshake. Nee, das war schon. Jetzt ist durch. Voll der Kur eben eine gezogen. Ach, hätte. Nö, da unten ist nur wieder Mais und so. Aber ich komme schon. Ach komm, fahr du doch mal. So. Kannst mal sehen, wie sich das Ding fährt. Boah, grundsolide, sage ich jetzt mal, ne? Ja, also teilweise, bis auf dieses Rumgehubbel und sowas, ne? Also ist jetzt schon in Ordnung. Da hinten auf der Insel sehe ich auch ein paar Plattformen. Aber es macht nichts. Wir wollen erstmal nach Hause und dann können wir immer noch weitersehen. Wir haben ja jetzt alles dabei. Unsere ganzen Möbel. So. Da ist Honig. Was? Aber denk dran, normal stehen bleiben. Ja. Honig gesehen? Ja, rechts von uns. Da an der Wand. Das ist doch Honig hier. Ja, sehr geil. Jawohl. Da oben, ne? Ja. Die Frage ist, wie kommen wir da ran? Ja, ich habe da eine Idee. Ah, ja, stimmt. Oh, shit. Falsch platziert. Draufhauen. Oh, shit. Jo, draufhauen geht. Warte mal, ich fahre mal meinen Teil runter so ein bisschen. So, kannst du da rüber jumpen? Nee. Okay. Gefällt. Steht auch scheiße. Dann fahre ich mal hoch und hau mal die Dinger da runter. Okay. Du hast den Honig eingesammelt? Ja, der da oben rechts ist auch noch ein bisschen problematisch. Ja. Hier unten liegt auch noch Honig im Busch. Da ist Honig im Busch! Ja, okay, der problematische, also der ist, glaube ich, nur so problematisch, wie man denkt, dass er es sei. Dann stellen wir das Ding hier hin und dann fährt man nach oben durch. So. Bam! Sehr gut. Aber da komme ich nicht ran. Warte mal, ich fahre mal eben runter. Meiner steht nämlich perfekt dafür. Spring eben drauf. Einfach drauf springen. Genau, und dann kannst du springen und einsammeln. Ah, jetzt ist mein Inventar voll. Moment, ich muss mir mal kurz das... Warum hat... Ja. Du hast doch noch ein Rad gehabt. Ja. Okay. Ja, das Rad sollten... Ja, nee, sollten wir nicht mitnehmen, oder?
Ich platziere hier kurz ein Radio, Moment, dann habe ich wieder Platz im Inventar. Ja, und ich packe mal hier das andere Säule da noch mit drauf. So. Hast du jetzt alle Honig eingesammelt? Ja, Honig haben wir alles. Okay, sehr schön. Warte mal, mal eben um den Berg herumlaufen. Also Honig an Felsen. Okay. Dann gucke ich mir den anderen auch noch mal ganz gerne an. Aber es sieht nicht so aus, als ob da jemand sei. Na gut, dann schlage ich vor, wieder ab ins Auto. Ja, Hey. stimmt. Ich fahre ja gerade. So, es ist ein bisschen sehr dunkel wieder alles hier. Lässt sich auch nicht heller stellen, aber ich hoffe, das wird in der Aufnahme nicht so sehr auffallen. Ja. Immer schön der Straße folgen. Ach ja. Und dem Tunnel. Wenn wir schon reisen, dann mit Style. Ja, auf jeden Fall. Und mit Gepäck. Also mit ordentlich Gepäck. Jo, da hinten ist unser neues Zuhause. Warte mal, da sehe ich doch was. Da kümmere ich mich mal drum. Jawohl. Und was liegt da noch? Ach so, ein Stück Kuh. Haben wir das nicht aufgesammelt? Ich komme. Was? Warum liegt hier ein Roboterkopf? Der Achso, das ist ist von ein dem neuer. weggeflogen gerade. Das ist ein neuer, verstehe. Okay. Am Ende baust du die ganzen Roboterköpfe auf unser Auto und dann verselbstständigt sich das noch. Sobald wir dann Sägen Genau, dran haben und alles. fährt von selber weg oder so. Da ist wieder eine Kuh. Bam! Sehr geil. Ich sammle die Kuh mal eben ein. Ja. Oder das, was die übrig hat. So, jetzt hau ich dir mal eben. Bam! Voll ins Genick. Ja, okay, eigentlich in den Hintern, aber das macht gar nichts. So, bin wieder dabei. Jo. Yeah. Ba, 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 ba. Schöne Disco-Leuchte. Ja, wir leben ja auch an der Tankstelle, ne? Ja. Oh, mit Kuh. Ja, das ist unsere Hauskuh. Sehr So. schön. Da sind wir wieder. Toll. Alles toll. So, wie sieht es hier aus? Ja, kann man wieder alles mit einsammeln. Wieder voller. Oh, bin voll. Aber jetzt kann ich wenigstens mal eben was essen. Noch Olle rüber und so. Das wird nämlich auch Zeit. So, flupp. Tomate auch gleich fordern. Das ist doch sehr schön. Zack, zack, zack. Okay, packe ich einfach mal daneben. So. Dann können wir da Sachen reinpacken. Dann packe ich da mal Kisten rein. Nee, ich würde ganz gerne wissen, ob man in den Kisten auch was tun kann oder. Nö. Dann finde ich, sind die Kisten gar nicht so toll. Also die kann man hier zum Absperren beispielsweise benutzen. Oder so. Also die sind ja, also die nehmen nur Platz weg und sind dann auch noch voll unnütz, oder was? Ja, scheinbar. Ja, das ist äußerst ärgerlich. Also finde ich jetzt als solches. So, warte mal. Wenn ich die wegwerfen, dann braucht die keiner. Warte mal. So. Hängen. Gut. Die wichtigsten Sachen, damit wir die nicht verlieren, packe ich mal in den Chest. Der Chest hat aber auch nur 4 Plätze, ne? Das ist auch irgendwie jämmerlich. So. Zack, Exit-Schild dran. Mit Beleuchtung. Ja, mega. Jo. Ja, so sieht das doch gut aus.
Das gefällt mir. Ja, vielleicht so, dass man gerade noch rein kann, ne? Oh, habe ich zu. Da bin ich gerade zu nahe, oder was? Warte mal. Vielleicht ist das so, ja gut. Ja, dann haben wir so ein bisschen was. Wenn man sich irgendwie Wasser mitnehmen könnte oder so, das wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, so ein bisschen mehr als das hier vor allem. Als immer der Eimer. Hast du das Soil schon komplett abgeladen? Ja. Ja, sehr schön. Dann müssen wir auf jeden Fall das noch mitnehmen und das, das. So. Oh, Mikrowelle natürlich. Den können wir vielleicht versetzen. Guckt der Eingang von dem Stash immer noch zu mir? Ich hoffe es. Ja. So. Das können wir auch noch mit hier hinsetzen. Zack. Und dann würde ich hier nochmal eben ganz kurz die Roboter. Achso, die nehmen einen Inventarplatz komplett weg, ne? Also die Roboter. Dinger. Okay. Stelle ich die mal hier einfach übereinander. So. Und den dorthin. Warte. Zack. Ich weiß nicht. Use. Oh, warte mal. Ich kann da Musik einstellen. Das ist, sind immer noch die Tode Bots Notes. Also mit denen kannst du immer noch Musik machen. Okay. Keine Ahnung, für wann und für was das gut sein wird. Aber das finden wir nicht in dieser Folge heraus. Wir werden die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Scrap Mechanic Survival Mode. Ciao. Ciao.